Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Gerne zeigen wir euch heute unser neues Dosis-Warn- und Dosis-Leistungsmessgerät, den Dolmo für den Feuerwehreinsatz. Der Dolmo-App ist speziell für Einsätze nach der Feuerwehrdienstvorschrift 500 entwickelt worden. Das heißt also Einsätze mit radioaktiven Stoffen und Materialien. Wir schauen uns gleich zuerst die Theorie an und im Anschluss schauen wir uns unser Einsatzszenario an mit dem A-Gefahrguttransporter. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentarzeile, wir beantworten die gerne. Kommen wir jetzt zu den Details. Der Dolmo-F ist für den Nachweis von Gamma- und von Röntgenstrahlung gebaut worden. Wir haben ein Geiger-Müller-Zellrohr verbaut, was für den niedrigen Dosis-Leistungsmessbereich ausgelegt ist. Also von 1 Mikrosievert pro Stunde bis 100 Millisievert pro Stunde. Und ganz ehrlich, bei über 100 Millisievert pro Stunde habt ihr wahrscheinlich an der Einsatzstelle auch nichts mehr zu suchen. Das Display ist schön groß, das heißt, selbst wenn ich eine Atemschutzgerätemaske aufhabe, erkenne ich noch die Zahlen und kann die weitergeben. Selbstverständlich ist das Gerät auch Staub- und Strahlwasser geschützt. Oder mit anderen Worten, es entspricht der IP65-Klassifizierung. Das Hauptmenü ist durch einen Code geschützt und solltet ihr beim Übungsabend doch mal was verstellt haben, könnt ihr einfach ins Menü gehen und sagen Werkseinstellungen zurücksetzen. Und schon ist der Auslieferungszustand vom Gerät wiederhergestellt. Ihr könnt außerdem 1500 Messwerte speichern, aber ganz ehrlich, im richtigen Einsatzszenario werdet ihr wahrscheinlich diese Funktion gar nicht brauchen. Da ist es viel wichtiger, dass ihr über Funk die richtigen Messwerte weitergibt und nicht Milli und Mikrosievert durcheinander schmeißt. Und um im Einsatzfall direkt über die kritischen Warngrenzen informiert zu sein, haben wir gelbe und rote LEDs verbaut. Vibrationsmotor und akustische Warneinheit ist auch noch drin. Wenn die gelbe LED blinkt, wisst ihr, okay, ab hier beginnt der Gefahrenbereich, also 25 Mikrosievert pro Stunde. Die rote LED wird anfangen zu blinken, wenn ihr eine Viertelstunde vorm Erreichen der Dosis-Warnschwelle seid, also 1, 15, 100 oder 250 Millisievert. Das Schöne ist, wenn ihr das Gerät einschaltet, werden die direkt als Klartext-Hinweis eingeblendet. Ihr müsst also nicht irgendwie durchs Submenü euch klicken, um die Warnschwellen zu verändern, sondern seht ihr die direkt. Willkommen zu unserem Einsatzszenario. Wir haben hier einen kleinen Verkehrsunfall nachgestellt von einem A-Gefahrguttransporter, der seine Ladung verloren hat. Für dieses Einsatzszenario werden wir jetzt die Warnschwelle von 1 Millisievert einstellen, den Wert für Trainingsszenarien. Wäre der Unfall jetzt in Realität passiert, hier auf der benachbarten Autobahn 43, und mein Melder würde gehen, könnte ich 15 Millisievert einstellen, sprich den Wert für den Schutz von Sachwerten. Wir nähern uns jetzt ganz langsam der Einsatzstelle, haben den Dolmo immer schön im Blick und sobald wir sehen, dass die Dosisleistung hochgeht und der Grenzwert überschritten wird, also er den gelben Alarm auslöst, was jetzt der Fall ist, platzieren wir die Pylonen, um den Absperrbereich zu markieren. Wir nähern uns jetzt immer weiter der Einsatzstelle. Wir sehen hier schon, da unten ist irgendwas passiert. Da ist eine Quelle aus der Abstimmung rausgefallen. Ich halte den Dolmo in die Strahlrichtung und messe auch langsam und sehe schon, je näher ich mich hier der Quelle begebe, desto höher wird auch der Wert. Es sieht so aus, als ob hier eine Kapsel aus der Radiotherapiestation aus der Abschirmung rausgefallen ist. Die habe ich jetzt zurückboxiert in die Abschirmung und versuche jetzt auch die Bleiabschirmung wieder oben drauf zu setzen. So, das ist mit dem langen Arm gelungen. Die Dosis-Leistungsbelastung geht auch schon wieder ein bisschen runter. Das heißt, ich habe erstmal die offenliegende Quelle gut wieder abgeschirmt. Ich hoffe, das war interessant für euch, das mal zu sehen, wie sowas aussehen kann. Mein Dolmo geht jetzt in die rote Alarmstufe, das heißt, mein Dosis-Warnschwellenwert von 1 Millisievert ist schon erreicht. Den Rest können also meine Kameraden von der Nachtschicht aufräumen und ich habe jetzt Feierabend. Bitter Verständnis dafür, dass wir heute natürlich nicht mit Truppenmann und kompletter Ausrüstung hier vorgegangen sind. Schwerpunkt ist natürlich heute der Dolmo gewesen. Nach dem Einsatzende muss sowohl die Einsatzkraft als auch das Gerät auf radioaktive Kontamination überprüft werden. Und bei uns ist natürlich heute nichts radioaktiv kontaminiert worden. Alles, was irgendwie mit Radioaktivität zu tun hatte, haben wir hinter einer dicken Bleiabschirmung aus 5 cm Abschirmmaterial gedreht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert unseren Kanal. Wir werden auch noch
weitere Videos drehen zum Thema Radioaktivität und Feuerwehreinsätze. Und ich kann nur noch sagen, danke fürs Zuschauen.